Spatz. Hallo. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So friedlich. So. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Wow, ist die riesig. Es fühlt sich an, als ob sich mein Kopf nicht entscheiden kann, ob sie hier ist oder nicht. Das muss an der Münze liegen. Seit ich durch sie hindurchgeschaut habe, hilft sie mir, die Kröte zu sehen. Hier ist alles beim Alten. Beruhigend. Der große Zaroth. Das ist doch das gleiche Poster, das ich aus dem Reisekoffer mitgenommen habe. Wer das wohl hier aufgehängt hat? Äußerst seltsam. Der große Zaroth, hellsichtiger Illusionist. Wann denn? Komisch. Hallo da oben. Hallo da oben. Ach was, wirklich? Ist ja irre interessant. Offensichtlich spreche ich nicht, Specht. Was willst du mir sagen, du Vogel? Was denn? Warum guckst du so? Ich habe das dumme Gefühl, ich habe was Falsches gesagt. Naja, wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tanne kommt. So ein Krach zur Mittagsstunde. Unglaublich. Das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Nur eine kleine Prise. Oh nein. Oh Mann, jetzt habe ich ein Piepen im Ohr. Immerhin, das Niesen scheint die meisten Vögel in der Nachbarschaft vertrieben zu haben. Aber die Kröte schlummert immer noch tief und fest. Wow. Wer stört die Waldesruhe? Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Monate.
Nur ein paar Jahre lauschen. Lauschen. Dem Strom der Zeit. Ich will kein Störenfried sein, aber... Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen, wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Seine Ausmehrt geheult, aber dieser ist nicht gewohnt. Die Stimmen des Waldes, sie klingen trauriger seit meinem letzten Erwachen. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Diese Welt verändert sich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält er auch Freude bereit, wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre lauschen. Dem Strom der Zeit. Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe? Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein. Jerry, du hast es geschafft. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Damit kannst du jeden Fels, dem ein Gesicht gegeben ist, belauschen.